Droll, Leute, und heute haben wir den 4. Dezember. Das heißt, wir können das vierte Türchen heute schon aufmachen. Bei beiden Kalendern. Und ich habe mir überlegt, wir werden es so machen. Ich werde diesen Kalender euch auch verlosen. Das heißt, alles, was wir hier rausbekommen, werde ich einmal verlosen. Und wie gesagt, dieses Heft werde ich verlosen. Wie das Ganze geht, ich werde immer wieder Wörter in Videos einbauen. Jetzt bis zum 24. Und die müsst ihr euch merken. Die müsst ihr euch irgendwo aufschreiben. Und dann müsst ihr die mir am 24. so viele, wie ihr wisst, eben liefern. Okay, da haben wir noch was drin. Was ist das denn? Oh, die Königskette, Alter. Nee, Spaß, die ist von mir. Jetzt mal kurz gucken, was hier drin ist. So, hier haben wir sie. Mal gucken, was wir heute ziehen. Wie gesagt, Leute, das werde ich alles verlosen. Hier, Raptor einmal. Honesty Skin. Battlehound, der Schlachtenhund. Hier, Moonwalker. Und auch eine Hälfte. Also ich werde Stickerheft hier komplett fertig machen für euch, Leute. Ich werde da Eissticker reinmachen, dann wird es verlost hier. Und stellt euch mal vor, es gibt einen Death Run, in dem man nicht sterben kann. Ich habe mich bei einer Firma beworben und bin zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden, damit sie testen können, ob ich der Richtige für den Job bin. Das Einzige, was ich über das Ganze wusste, dass die Firma ziemlich Hightech unterwegs sein soll. Wie es gelaufen ist, seht ihr jetzt. Ich habe jetzt so viele Bewerbungen draus geschickt und endlich hat mich diese Firma hier zum Vorstellen eingeladen. WeTroll Incorporated, eine Firma, welcher man vertrauen kann, steht hier noch auf dem Schild sogar. Hier ist direkt der Roboter, der begrüßt uns, er sagt uns: Hi, bitte unterschreibe diese 28 Formulare und halte dich links. Bitte gib mir den Stifter anschließend zurück. Alter, 28 Formulare soll man hier ausfüllen? Wer macht das? Was zum Mensch? Hey! Cringe, Bro, was machst du denn hier? Willi, was machst du hier, Alter? Hast du dich hier auch beworben? Ich hab mich hier auch beworben, ne? Ha! Ja, zu gut. Bitte, Firma hier. Hast du schon die 28 Formulare ausgefüllt? Nee, hab ich noch nicht. Ja, was sollen wir denn hier machen, ey? Was ist das für ein Saft denn hier? Ja, der sollte der dir eigentlich geben. Komm. Ach, okay, die haben uns hier. OGs only. Ah, ich kann trotzdem nicht rein. Was ist das hier für ein Scam? Okay. Was sagt der uns denn, Vinny? Der Trainer. Ich werde dein persönlicher Trainer für diese Prüfungen sein. Ich werde dir nicht so helfen, damit du alleine hart arbeiten kannst. Aber beweg dich. Wir haben nicht das ganze Jahr Zeit. Boah, so begrüßt man uns hier. Okay. Gehen mega wir einfach mal hektisch. Weiter. Mega hektisch hier. Okay. Oh. Der Trainer sagt dir noch was. Wusstest du, dass 99,5% hier schon fehlschlagen und das basiert auf 2200 Fortnite-Instagrammers? Also eigentlich fällt hier jeder. Was muss man hier machen? Aber wir müssen einfach Weg. Warte mal. Man kann hier einfach drüber, Vinny. Okay. Oder einfach hier auf die Tür. Oh. Ja, easy. Mhm. Guck mal, und das failen 99,5%. Ja, okay, dann waren die aber schon echt, ne? Ach, schon wieder der Trainer. Und der sagt uns, wir sollen hier rüberspringen. Und wir sollen, wenn wir keine Füße haben, unsere Hände oder unsere Antennen benutzen. Oh, hä? Okay. Denkt er, wir werden irgendwie Roboter oder so? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was es hier für eine Firma ist, aber hier ist ein Bouncepad. Okay, und wir können hier nicht. Hä, wie hast du das geschafft? Ich hab's geschafft, das geht schon. Und nebenbei deine unsichtbare Wand. Okay, warte. Oh, let's go. Okay, da muss man anscheinend echt hochspringen. Okay, komm, Vinny, das schaffen wir. Schon Level 3. Ja, Vinny, schon wieder sagt der Trainer uns hier, hört zu, ihr dummen Stücke, ihr müsst harter arbeiten. Wir müssen diese Jumps jetzt hier Ey, Junge, was sind wir Alter. Denn hier? Ich dachte, ich wäre hier bei einer guten Firma oder so. Ja, ich dachte auch. Ich dachte jetzt, ich starte hier Karriere durch, aber egal, lass mal machen. Wir spielen mit, ganz ehrlich. Wir machen okay, wenn wir aufgenommen werden, klar. Ja, schon. Ich glaube, das lohnt. Oh, was? Oh. Alter, Willi. Es scheint so, als wäre der Kurs verbuggt. Was machst du hier? Machst du Urlaub? Mach los, Pronto, Digga. Hier ist jetzt was Neues. Was ist das für ein Chef, Digga? Keine Ahnung, der ist irgendwie schon unfreundlich. Ich mag den irgendwie nicht so. Wir sind jetzt zum ersten Mal. Ja, aber wir haben ihn auch noch nie gesehen, den Typen, weißt du? Ja. Alter, ich wurde schon wieder irgendwie geresettet. Mann. Und du bist noch am Start, oder was? Ja. Oh, jetzt ist es Tired. Oh, yeah. Oh, shit. Der war auf einmal das Ding aktiviert. Okay, was sagt der jetzt hier, Vinny? Also der Trainer schon wieder, ne? Der sagt, keine Menschen sind hier gefroren bei der Prüfung. Aber wir müssen halt moven. Wir müssen uns bewegen. Okay. Was hat's mit diesem Traum auf sich? Hier auch wieder 4 Bouncepads.
Ja. Oh. Hä? Ach, guck mal, wir können hier gar nicht sterben. Aber wir sind ja Menschen, ne? Ja, ja. Ich glaube, der denkt, wir wären Roboter oder so und deswegen. Aber man kann hier echt nicht sterben. Ja, nee, wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Okay, warte, ich glaube, wir müssen hier drüber springen, Vinny. Über das Bouncepad irgendwie. Ich habe es gerade geschafft. Ah, voll knapp. Oh, ich bin hier oben. Oh. Nice. Okay. Guck mal, das kann uns einfach nicht töten. Wir sind unsterblich hier. Okay. Jetzt der hier. Da musst du drüber denken, aber halt richtig krank. Nice. Mhm. Okay, wir haben es. Ah, da ist er wieder, der Trainer. Alter, der sagt hier irgendwie, er will uns 164 Seiten vorlesen. Ach komm, lass ihn einfach mal ignorieren, Digga, komm. Ganz ehrlich, der weiß doch nichts. Der labert doch eh nur. Hä? Hä? Vielleicht hier unten. Guck mal, der hat gemerkt, dass wir den einfach geskippt haben. Wir sollen den anschauen. Ich werde dir das jetzt alles vorlesen, diese Terms of Service. Ey, ganz ehrlich, nee. Wir müssen das doch irgendwie ohne den schaffen. Für einer? Keine Ahnung, ja, Alter. Hier können wir auch nicht drüber. Eine Stunde später. Ja, aber wenn wir beide echt gucken... Warte, wie muss ich jetzt laufen? Also, wir müssen ihn die ganze Zeit anschauen. Guck mal, es klappt. Wir dürfen ihn nicht anschauen. Wann muss ich jetzt abwägen, Vinny? Ja, warte, bleib stehen. Okay, zack, links. Jumpen, zurück. Und... Jump. Rückwärts. Ja. Warte, ich schau mal kurz. Okay. Also, Jump. Perfekt. Nice. Du kannst okay, auch warte. Kurz gucken. Okay, einen ganz kleinen Jump. Okay, ich mache auch den ganz kleinen Jump. Ja. Nice, go. Nice. Wir haben es fast. Jetzt hier. Sollen wir nochmal gucken? Nee, passt schon. Okay. Oh, Junge, Schau mal, wie dünn das ist, Digga. Ja, nice. Und jetzt nochmal einen Sprung mit voller Kraft zurück. Ich werde dich auffangen. Kobe. Nice. Dann fürs Auffangen. Okay. 2 Stunden später. Lauf ganz die Zeit rückwärts jetzt. Ja. Oh, shit. Würdest du jetzt zurückgefordert werden, Alter? Also dann ab zum nächsten. Okay. Prüfung. Guck mal, der gönnt sich hier Shake, Alter. Und dann sagt er, wir sollen das ganze Ding ausfüllen. Hier ist ein Enterhaken dahinter. Enterhaken. Nimm mal mit, komm. Okay, man sollte hier mit den Fingernägeln die Wand hochklettern. Okay. Mhm. Lass mal ganz oben entlang einfach. Ah, da gibt's eine unsichtbare Wand auf jeden Fall schon mal hier. Hier wird dir der Grappler wieder weggenommen. Wie sollen wir die denn... Was? Hä? Oh, shit. Was? Kommt man muss sie wirklich so hochklettern. Alter, okay, was GG. Für ein Level. Ja, GG. Komm, geh du. Ja, okay, dankeschön. Okay. Alles klar, Person. Mal gucken, wie du einen Knopf benutzt, um hochzuklettern. Hier machst du, komm. To climb. Okay, warte. Ich stell mich hier drauf, würde ich sagen, oder? Und dann drück ich ihn. Warte mal. Ja. Yeah. Drück den mal. Ich drück ihn. Irgendwie funktioniert dieser Hochkletterer. Ey, schau mal. Nicht. Schau mal hier, Digga. Hier ist die Zone einfach weg. Denkst du, wir können jetzt einen Grappler holen gehen? Ja, sicher. Stimmt. Jetzt ergibt es auf jeden Fall Sinn. Okay, nice. Oh, yeah. Okay. Hm. 2 von 3 Personen, die diesen Punkt erreichen, sind jetzt schon wütend. Wie ist es mit uns? Bist du wütend, Vinny? Na, geht. Und du? Ja, ich bin schon ziemlich zornig gerade. Ja, fuck mich also, schon ab, der Chef. Ne, aber ja, schon, komm. Mann. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie dünn sein, ist der Tipp. Guck mal, wir sind irgendwie viel schwerer in dem Bereich, oder? Wir können nicht so hoch springen wie sonst. Das heißt, wir sind fett. Wir sind schon fett, ja. Shit, Mann. Wie können wir das beheben, dass wir nicht mehr fett sind? 50.000 Legestützen. Warte mal.
Müssen vielleicht ganz arg rumspringen, dass wir abnehmen, oder? Vielleicht schon. Aber weißt, Hauptsache er sagt zu uns fett und dann... Damn! Ah. Hä? Give me the Detox Juice back, Alter! Oh. Komm, lass saufen, Mann. Wir haben den abgerissen. Nee, guck mal. Jetzt sind wir nämlich nicht mehr gut. So. Guck mal, jetzt sind wir ganz normal. Wow, easy. Trinken. Nice. Sehr gut. Okay, ich wette, du wirst nicht ein Mister oder eine Madame finden. Ja. Wird man schon finden, oder? Denke auch schon. Haha, Vinny, guck mal. Ich kann gar nicht sterben. Ich bin unsterblich. Alter. Boat? Oha. Was will uns denn damit sagen? Hä? Warte mal, kann man das hier irgendwie benutzen? Ne? Okay, aber hier sind noch Rifts. Der eine Rift führt zum anderen. Ich bin irgendwie in einer anderen Welt, glaube ich, hier gerade. Drei Stunden später. Okay, warte. Jetzt gehe ich auch mal in den hier. Jetzt ist nur noch einer da. Genau. Ja. Hey. Oh, okay. Sehr gut. Ein Test von allem, was du bis jetzt gelernt hast, Mr. Person. Okay. Das, was wir gelernt haben. WeTroll Incorporated ist nicht verantwortlich für nicht funktionelle Puzzles. Okay, also die übernehmen halt keine Haftung, wenn man was nicht funktioniert. Wollen wir es damit sagen? Okay, ein langer Korridor, um nochmal was zu erhöhen. Ja. Ey, wir sind fertig. Wuhuhu. Ja, geil. Wir haben es einfach geschafft. Hä? Also wurden wir jetzt angenommen bei der Firma, oder? Nö. Ich glaube, wir sind angestellt. Komm, wir müssen das noch kaputt machen, dann haben wir es geschafft. Oha, Junge, wie geil. Was? Oh, Junge, der hat uns getrollt. Der hat uns getrollt, Mann. Deswegen heißt es doch WeTroll. Oh, stimmt. Boah, das Passwort ist freigeschaltet. 512. Das können wir nächstes Mal dann benutzen und sind direkt da. Ich glaube, das geht dann eine Weile, wie es aussieht. Leute, dann vergesst auf jeden Fall nicht, das Video zu liken, wenn ihr noch Teil 2 sehen wollt in dieser komischen Firma, wo ich mich jetzt mit Winnie hier neuerdings beworben habe. Ich glaube, wir werden beide bestimmt angenommen, nicht. Ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, wir wissen beide noch nicht so richtig, was wir davon halten sollen, so von der Firma. Ja, schon. Vergesst auf jeden Fall Creator Code Trench nicht in euren Item Shop. Über 10.000 Likes, oder? Für die ganzen Roboter würden wir uns freuen. Boah, wäre stabil. Wäre stabil, Leute, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Euer Crunch Royale. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way.